Whoop. Und da sind wir wieder bei Let's Play Secret of Mana. Mein Name ist Winter. Wir befinden uns inzwischen in Folge 9. Nicht, dass er eine Rolle spielt. Und wir werden uns jetzt zu der Hexe Tura begeben und ihr mal gehörig den Allerwertesten versohlen. Beziehungsweise nicht ihr persönlich, aber das werdet ihr gleich selbst sehen. Ich habe seit der letzten Folge mal unsere Party ein bisschen hochgeheilt. Da immer wurde gezappelt. Das ist doch nicht gepuschelt. Das hat ja für Unsinn erzählt. Putzig, oder? Ja, hält auch nicht so lange an. Aber in dem Zustand, ja. Ne? Nochmal zur Demonstrierung. Hier sieht es bei mir aus. Das war keine Absicht, aber das merkt niemand. Diesen Zustand kann man nicht angreifen und hat auch weniger Rüstung, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber dafür gibt es dann später noch Heilmittel, ja, Gegenmaßnahmen im Allgemeinen. Was soll ich sagen? Wir werden Tura den Hintern versohlen. Beziehungsweise nicht hier, sondern nicht hier persönlich, sondern hier. Aber ich spoil mir noch nichts. Genau, zwischen der letzten Pause habe ich. Ne, zwischen der letzten Folge habe ich unsere Party ein bisschen hochgelevelt auch. Haben wir das Schloss drauf und runter gekloppt. Dass wir so alle fast Level 10 waren. Ich glaube, der Level ist erst 9. Aber das ist okay. Ich glaube, hier müssen wir eigentlich in die mittlere Tür. Ja. Ja. Jetzt spawnen natürlich wieder alle Gegner, wenn man den nach oben verlässt und betritt. Genau, hier geht's weiter. Genau, ich weiß nicht, ob einige von euch mein Let's Try von Hammerwatch gesehen haben, dessen Audioaufnahme leicht gefailt ist. Ja, Großteil meines Gebrabels kann man nicht verstehen, da der Ingame-Sound einfach zu laut ist, was ihr schon wisst, wenn ihr das Video gesehen habt. Ich habe überlegt, das Spiel hat mir so gefallen, dass ich vielleicht das Let's Try ein bisschen ausweite und euch die vier Charakterklassen mal zeige. Ich habe jetzt auch so mal noch zum Spaß ein paar Ründchen gespielt. Ich finde das Spiel soweit eigentlich ziemlich interessant. Ziemlich retro, ziemlich... Moment, gleich geht's weiter mit. Erstmal hier, Story, wichtig. Die Kinder, was wollt ihr hier? Na, wartet. Oder auch nicht viel Story. Ich hoffe, dann geht es noch weiter. Hagen! Ich muss gerade noch diesen Typ Tantalus schicken. Tante schicken. Blink, blink, weg. Okay. Hagen, was hast du getan, Tura? Wo ist der hin? Warum? Ich habe ihn nur zu den Ruinen bei Pandora geschickt. Er wurde mir zu lästig. Außerdem reicht er meine Magie nicht für ihn aus. Tante wird besser mit ihm fertig. Tante ist aber ein dämlicher Name. Ja, er. Der Chef einer Organisation, die Pandora zerstören will. Wie konntest du nur? So bin ich halt. Der Mann im Namen hat schon fast sein Ziel erreicht. Bald würde die Burg von Pandora erobern. Später dann die ganze Welt. Seltsamer Satzbau. Aber genug geplaudert. Ich verfüttere euch jetzt an meinen süßen Schmusekater. Und er hat mir auch schon Boss Nummer 3. Den Schmusekater. Der uns hoffentlich nicht absolut den Hintern versohlen wird. Wobei er absolut dazu in der Lage ist. Ja. Der schon so random irgendwo am Boden aufprallt und wenn er da oben. Also, einerseits springt er wie wild besessen durch das ganze Kampfareal. Andererseits kann er auch auf solchen erhöhten Positionen hier auftauchen, wo er mit normalen Waffen dann zutreffen ist. Deswegen man ständig die Waffen wechseln muss. Und. Ja, er
glaube ich, freiwillig von oben auch nicht mehr runterkommen, bis man einmal angreift. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit den Heil-Items so um mich werfen soll. Ja, gut. Hm. Unser erster Partykollege hat es schon gekostet und ich stehe gar nicht mehr auf. Warum auch? Könntest du mal, bitte? Danke. Ich sehe schon, da wird ein Desaster. Da hatte ich wieder oben auch, wo ich nicht treffen kann, oder? Nee. Ist ja auch nicht gerade irgendwie Lava, aber wenn ich mich jetzt nicht konzentriere, dann macht das für mich auch noch Blatt. Und dann soll doch vermieden werden. Steh wieder auf, du Drecksack. Nicht mal. Also dann kann ich auch die Steuerung von Sumomo gerade mal übernehmen. Und unseren Helden mal hochheilen. Oder ja, den Helden hochheilen und mich auch hochheilen. Weil alleine ist das Ding der Möglichkeit, das Vieh zu legen. Ja. Vielleicht soll ich mal mit einer Nahkampfwaffe angreifen, solange in der Reichweite dafür ist. Und das macht schon einiges mehr Schaden. 13, wow. Unglaublich. Menge an Schaden, die fabriziert wird. Das ist kaum auszuhalten. Da wir leider auch noch keine Zauber haben. Ja, und Winter steht wieder. Können wir ihn auch einfach nicht damit zu bombardieren, sondern sind auf unsere ja, physischen Waffen angewiesen. Die jetzt auch nicht so den Mörderschaden machen. Sind jetzt beide bewusstlos? Nee. So, was machen wir unter den Lebenden? So ein bisschen Schaden, ja. Ein bisschen Schaden zu machen, so wie eins. Stressig, dieser Boss ist Stress pur. Und Stress nicht, weil er da oben steht, was soll denn der Scheiß? Und er war schon das Flammengas. Einen der Zauber, den wir auch später halten werden. Wobei es einiges später im Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Ha! Oh, Sumomo hat es fast hinter sich. Das sollte passieren. Wie gesagt, wenn wir alleine erstmal sind, dann haben wir eigentlich so gut wie verloren. Da, wie er eben schon ein paar Mal demonstriert hat, durchaus. Nee, das ist nicht die stärkste. Durchaus in der Lage ist, uns für längere Zeit zu stunnen und wir dann einfach da liegen und auf unseren Tod warten. Ach, falsch. Auf. Nein, hier runter. Wobei diesen Verbrühungszustand wir, glaube ich, mittels Heilkräuter beheben können. Und heilen sollen wir auch. Sonst hat der es gleich hinter sich. Ja, können wir. Sowohl heilen als auch. Ja, und gefressen werden. Ist auch noch ein bisschen. Wir sind eigentlich gezwungen, ständig zwischen den Charakteren hin und her zu wechseln. Der einfach die Leute so lange im Stun hält. Ah, Stress. Und wir mit der anderen Person dann jeweils einfach dagegen wirken müssen. Oder einfach beide flammiert, was ja auch eine Möglichkeit ist. Dann haben wir noch ein paar Heilkräuter. Und das ständige Waffenwechsel. Und Wettkampf und dann im Nahkampf ebenfalls sehr stressig. Jetzt muss er langsam aber mal hier ins Gras beißen, der Drecksack. Bevor wir das tun. Ich glaube, das da müsste meine letzte Schokolade sein. Jo, die will ich eigentlich nicht in Sumomo investieren. Ich heile, nicht wiederbelebe. Ich belebe den aber mal wieder. Dass sie mein Backup ist. Ich möchte nämlich eigentlich die Schokolade auf mich nur anwenden, die ich noch habe. Da ich der Einzige bin, der eigentlich effektiv Schaden machen kann. Ja, dann dümpeln jeweils so ein 10er bis 20er Bereich rum pro Schlag, wo ich jeweils 30 bis 40 machen kann. Und wie ich sehe, ist mein Recording Time auch gleich zu Ende. Dann gibt es hier mal einen kurzen Cut und gleich geht's weiter. So, und da sind wir wieder. Nach dem Cut, den er nicht
Oh, und den Boss gelegt. Hat nur einen kleinen Cut gebraucht, indem ich. Es sah jetzt danach aus, als hätte ich hier, keine Ahnung, noch 3 Stunden weiter gekämpft zwischen meinem Cut. Ich schwöre, Alter, alles voll real. Nichts gefaked. Und weiter geht's. Einen Bumerang-Ohr behalten wir auch noch. Wunderbar. Und nun geht's. Tante Tura an die Trauben, nee, an die Nüsse, an den Kragen. Falls zu, wo sich mein Arsch runter bewegt. Ah. Was wollt ihr noch? Habt Gnade mit mir. Showing, alte Dame, instant. Er hat mich erpresst. Ich hatte keine Heilkräuter mehr, also hat er mir Salat angeboten. Musste ich für ihn die Menschen verzaubern. Lesen. Ja, aber das ist jetzt vorbei. Von nun an bin ich eine nette alte Dame. Wenn ihr nach diesem Hagen sucht, ist bei den Ruinen Pandora. Da werden wir jetzt auch hingehen. Nehmt euch den Inhalt der Schatztruhen. Ich brauche ihn nicht mehr. Der Hauptschalter am Lavatempel. Ihr betätigt ihn mit einem Wasserzauber. Mit Forster. Ich würde euch ja helfen, aber ich habe keine Zauberkraft mehr. Ja. Seine letzte Kraft, was hier verwendet, um Hagen durch die halbe Welt zu teleportieren. Und kaum können wir deine Hilfe gebrauchen? Nö, hat sie keinen Bock mehr. Falsch gefunden. Und damit hätten wir die dritte und ich glaube vorletzte Fernkampfwaffe, die Peitsche. Die prinzipiell nach demselben Prinzip funktioniert wie die andere Fernkampfwaffe. Welche wir benutzen können, um das Hexenwäldchen per Shortcut zu verlassen. Wie ich das am Anfang schon mal erwähnt hatte. Nur müssen wir hier rauslatschen und teleportieren und sich nach draußen einmal beten? Moment. Ich erinnere mich da an was. Das wäre eigentlich den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Oder? Yes! Sie hat keine Zauberkraft mehr, kann uns aber noch nach draußen teleportieren. Ah. Wir müssen zu Hagen. Nemo. Winter, hörst du mich? Komm sofort zum Wasserpalast. Das war Aquaria. Sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit. Wir müssen zu Hagen, aber alleine kann ich ihn sowieso nicht retten. Wir können ihn ja zusammen befreien, nachdem wir bei Aquaria waren. Das klingt nach einem Plan. Ich will auch mit. Zu dritt ist alles viel einfacher, oder? Ja, das muss man. Ja, ist eigentlich ziemlich alles egal, Hauptsache sie darf auf irgendwelche Mobs einprügeln. Und mir ständig auf meinen Hintern starren. Wenn man genau hinguckt, eigentlich ständig macht. Achtet mal drauf. Sie verdeckt jetzt hinter dem Boomerang. Aber wenn man genau hinsieht, ständig auf meinen Hintern am starren. Was auch der Kobold. Aber so sind sie. Je kleiner, desto doller, sagt man ja. Nirgendwo. Gut. Ich würde sagen, mit der Kloppe hier sparen wir uns auch. Wir bewegen uns direkt. Ja, was habe ich gerade gesagt? Weiter, Mädels. Nicht hängen bleiben. Ich würde gerne davor noch ein bisschen was erledigt bekommen. Und zwar geht's gar nicht hier raus, sondern woanders. Irgendwo hier weiter unten muss doch der Shortcut sein, von dem ich gesprochen habe. Schwindwind. Achso, ja, wo ich eben aufgehört habe, bei Hammerwatch. Eine Idee, die ich hatte, war, euch die Charaktere, die es im Spiel gibt, zumindest die zum Anfang gibt, vielleicht kann man später noch mehrere freischalten, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
euch die vier Charaktere mal in so einem kleinen erweiterten Let's Strike also zu zeigen. Ich warte mal ein bisschen ab, ob ihr überhaupt Interesse daran habt. Wenn mich der Teufel reitet, mache ich es einfach mal so aus Langeweile. Aber dann würde ich auch ja, das Let's Try Hammerwatch Projekt dann auch erstmal abschließen und mich ein paar anderen Spielen widmen, die ich im Steam Sale und in den GOG Sales mir gekauft habe. Und das sind noch so einige und auch noch ein paar, die ich schon länger in meiner Sammlung habe und noch nie getestet habe. Aber erstmal noch Story. Ich gebe dir Kraft. Ciao, Wing. Das Spiel speichern? Ja, noch länger nicht mehr. Das wäre vielleicht eine Idee. Froster, die Patronin des Wassers, lebt in einer Höhle hinter dem Wasserfall rechts von diesem Palast. Du musst unbedingt zu ihr. Das Siegel zu diesem Palast scheint zu brechen. Sie ist in großer Gefahr. Was so viel heißt wie... Wir bekommen gleich unseren ersten Zauber. Und die Zauber im Allgemeinen fand ich schon immer den einen der interessantesten Aspekte in ganz Secret of Mana. Und zwar gibt es, oh, lass mich nicht lügen, 7 oder 8 oder 9 solche kleinen Patronen, wie jetzt, also nicht Patronen, solche kleinen, wie sagt man denn, solche Schutzgeister der Elemente, sag ich mal, die ihr dann, das kriegen wir ganz schön in den Arsch versohlt, die ihr dann über im Laufe des Spiels quasi finden könnt. Ich habe mich natürlich nicht mit Bonbons eingedeckt. Sehr durchdacht. Und pro Schutzpatron, den ihr finden tut, erhalten sowohl Sumo als auch Denewe jeweils 3 Zaubersprüche. Wobei diese bei Sumo meistens eher defensiv sind. Und ne, andersrum. Bei Sumo eher offensiv sind und bei Denewe eher defensiv. Das heißt Heilzauber, Schutzzauber, Wiederbelebung, welche ich vielleicht brauche, wenn die jetzt nochmal sich nicht gleich ein bisschen am Riemen reißen. Was sie nicht tun werden. Gut, dass die so innerhalb 0, nichts dem Erdboden leicht gemacht werden. Aber wir sind mit unserer Zeit sowieso so gut wie am Ende. Würde ich sagen, beenden wir den Part hier. Ich gehe mich gleich nochmal hochheilen, mich mit Items andecken, denn da drin war sie der nächste kleine Boss. Und unser erster Zaubergeselle, und zwar Froster. Dann bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.